Keine Sorge, bis gleich war keine Drohung. Ich werde mich sehr kurz fassen. Ich bin auch viel zu gerührt, um lange was sagen zu können, weil sowas habe ich noch nie erlebt und es ist auch genau das, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Liebe Horizont, liebe Jury, lieber Dr. Vorkötter, lieber DFV, liebe Frau Wisken, ich möchte mich bei Ihnen nicht für diesen Award bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen für ein Geschenk bedanken. Das Geschenk hat mich auf eine Weise glücklich gemacht, dass ich das kaum in Worte fassen kann. Ich habe zum Glück wasserfeste Wimperntusche aufgetragen. Ich hoffe, sie hält. Ja. Dieses Geschenk hat mich voll erwischt und hat mich tief bewegt. Und ich versuche das mal zu erklären. Es wird Ihnen genauso gehen. Ihr ganzes berufliches Leben werden Sie für etwas ausgezeichnet. Also etwas, das Sie geschaffen haben, das mit Ihrem Team erreicht haben, dass Sie einfach, ja, etwas, das Sie hinbekommen haben. An der Stelle einen großen Dank an mein wunderbares Team, das weltbeste Team der Welt, und stellvertretend für dieses weltbeste Team der Welt ist Florentin, Andreas und Stefan da und Jeremini zu vergessen. Genau. Aber trotzdem, heute geht's um etwas anderes. Heute geht's um eine Anerkennung für mich. Und das ist so, wenn man Geburtstag hat, man denkt so, oh Gott, die sind alle wegen mir gekommen. Man ist so ein bisschen so verunsichert und gleichzeitig total glücklich. Also es hat mich vollkommen umgehauen zu erfahren, wie viele Menschen mich schätzen, respektieren und auch teilweise richtig mögen. Das ist mir erst durch Ihren Award. Das ist mir erst durch Ihren Award klar geworden und das ist etwas, ja, ich glaube, das kann ich nur wiederholen, was mich glücklich macht, dass ich es kaum sagen kann. Ich glaube, das ist in dem Film auch ganz schön rübergekommen. Da wirkte keiner gelangweilt und wollte ein höfliches Sprüchlein machen, sondern hat es irgendwie, oder Florentin hat es rausgeschnitten, das kann auch sein, aber es kam so viel, ja, Gefühl und Liebe und alles Mögliche rüber. Diese Rede gerade von Thomas Strehrath, ich bin ein paar Stellen, können Sie sich vorstellen, ich kannte die ja nicht, so Ehemann und Ehebett und was weiß ich, da wird man ganz blass und denkt, oh Gott, was kommt denn jetzt? Aber es war so unglaublich liebevoll und so toll pointiert vorgetragen und ich glaube, die Leute, die mich kennen, würden sagen, dass er das gut getroffen hat. Also danke Thomas für diese wunderbare Rede. Da möchte ich mich bei zwei Männern bedanken, die mein Leben, das haben Sie auch schon mitbekommen, entscheidend prägen. Eigentlich sind es drei, aber unser Hund Tyson durfte nicht mit ins Flugzeug. Ich möchte mich bei meinem Mann Tobias Ahrens bedanken und ganz besonders bei meinem Sohn Bela. Der kam heute Abend ja schon ein paar Mal, wurde er zitiert. Er hat eine Magen-Darm-Verstimmung und wollte eigentlich und konnte eigentlich nicht und hat sich dann in den Flieger gequält. Also Bela, du hast mich sehr glücklich gemacht. Ja. Und ich möchte allen Menschen danken, die so ein tolles Feedback gegeben haben und hoffentlich auch noch geben beim Glas Wein gleich. Nein, im Ernst, sie haben sich, es ist wirklich großartig und vielen herzlichen Dank.